Ruhe lassen? Warte mal, wir haben die Richtung gewechselt. Halten wir an? Ich glaube, wir halten an. Böse Hexe. Hier muss es wohl sein. Schön. Dann wollen wir das Biest ein für alle Mal erledigen. Oh nein, bitte nicht. Du wartest hier, kleine Ratte. Du bewegst dich kein Stück. Lassen Sie mich frei! Das kann doch nicht wahr sein. Nein, sie geht da rein. Warte mal, was? Das Wasser hat den Zauber abgewaschen. Ich muss hinterher, ich muss hinterher. Wieso? Ist das irgendwie magisches Wasser hier? Warte, sie ist noch da. Sie nimmt die Treppe. Sie kennt die Abkürzung nicht. Okay, hier runter. Zack, 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 schnell. Okay, ganz Ruhe. Ja, es ist offen. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice, wir haben es geschafft. Jetzt aber schnell, wir müssen in den Tresorraum. Na warte, die Tür lasse ich im Nu verschwinden. Nein. Oh mein Gott, schnell, schnell, schnell. Hier rein. Okay, alles gut. Da vorne sind Maya und der Junge. Hey, alles klar? Mach die Tür zu. Was ist los? Wer war das gerade? Nein. Oh mein Gott, sie ist da. Schnell zu. Okay, sind wir hier sicher? Sind wir hier sicher? Wer das war die Hexe. Sie ist hier, die Hexe. Was machen wir denn jetzt? Oh Mann, keine Ahnung. Wie hat sie das versteckt überhaupt gefunden? Könnte sein, dass ich das war? Ich wurde von ihr verzaubert. Ich habe ihr das gezeigt. Es tut mir mega leid. Oh, ist jetzt auch egal. Uns fehlen immer noch 2 Fackelhölzer. Oh mein Gott, wir müssen dieses Ding da freikriegen. Wenn wir keine Fackelhölzer haben, können wir das nicht machen. Leute, erstmal Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen zurück zu Minecraft Hexe. Die Hexe wartet genau vor der Tür. Wir haben jetzt echt ein Problem. Die hat uns einfach überfallen. Allein können wir es mit der Hexe niemals aufnehmen. Ja, und was machen wir? Was sollen wir denn machen, Maya? Hast du eine Idee vielleicht? Was machen wir jetzt? Tolle Idee. Tolle Idee, sie hat auch keine Idee. Warte mal, was? Macht auf, meine Kleinen. Ihr möchtet doch nicht, dass ich mir selbst Zutritt verschaffen muss, oder? Das könnte böse enden. Nein, ich glaube, die Hexe ist hier direkt vor der Tür. Ich sehe sie gerade nicht. Sie macht bestimmt irgendeinen Zauber. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwie... Woher sollen wir jetzt diese beiden Torchwoods bekommen, Maya? Ich glaube, wir... Cora? Cora, bring dich in Sicherheit. Was machst du denn hier unten? Du musst zurück nach Hause. Wo warst du überhaupt? Du warst sauer, oder? Weil ich... Oder? Hat Cora gerade... Was? Was ist denn das? Eine Fee... Cora hat einen Torchwood gesetzt. Cora hat eins gesetzt, aber es ist eins zu wenig. Nein, weißt du das hier? Danke, Cora. Danke für deine Hilfe. Oh mein Gott, danke. Es fehlt trotzdem noch eins. Ich habe keins mehr. Hast du noch eins, Maya? Hast du noch eins? Wie machen wir das denn jetzt? Leute? Nein! Sie ist da. Sie ist drin. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wer sagt's denn? Da ist es ja. Das einzige Wesen, das die Macht hat, mich aufzuhalten. Na, Moment. Da bin ich jetzt auch noch im Spiel. Ja, ganz kurz. Aus dem Weg, ihr Nichtsnutze. Das kannst du vergessen. Muss erst an mir vorbei. Das lasse ich nicht zu. Maya, ihr müsst ein Fackelholz besorgen. Was? Wenn das so ist, dann muss ich dich wohl selbst beseitigen. Nein! Oh mein Gott. Nein, nein, nein! Nimm diese Bubbles! Ja, ich hab sie! Okay, okay. Ganz ruhig. Shockwave! Ich krieg sie! Oh mein Gott, nein. Hat sie sich rausteleportiert? Was? Sie war gerade unsichtbar. Komm schon! Ich muss sie treffen! Ich treff sie nicht! Oh mein Gott. Nein, pass auf! Warte, ich verpasse hier nochmal eine Shockwave. Nein, sie hat mich getroffen. Oh mein Gott. Okay, warte. Ich habe doch noch mehr Zauber. Chain Lightning. Nein, das geht nicht. Ich kann sie nicht. Okay, Drow's Aura. Ich weiß nicht, was es kann. Leute, ich bin echt nicht so gut, glaube ich, im Zaubern. Ich kann aber Bubbles. Das habe ich gelernt. Ich weiß, man... Was war das denn gerade? Okay. Okay, sie kommt. Ja, ich hab sie in der Bubble! Jetzt aber! Shockwave! Zack! Und nimm das! Ja, wieso treffe ich sie denn nicht? Ah, was schießt sie da? Sie hat irgendwelche Sachen. Aua. Nein! Warte mal. Nein! Sie schießt irgendwas, der Boden ist vergiftet! Leute, ihr müsst aufpassen! Nein! Warte mal, was? Ich habe mich gerade wegteleportiert. Jetzt ist sie da hinten. Oh
mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Wer ist denn das da? Hä? Da ist gerade jemand reingekommen. Seht ihr das Mädchen da? Nicht so schnell! Ich glaube, ich habe noch etwas beizusteuern. Hä, wer ist denn das? Ist das nicht das Mädchen von gestern? Warte mal. Hat sie ein Fackelholz gesetzt? Das ist dein Ende, alte Hexe. Das ist ihr Ende. Ich weiß es bestimmt. Oh, warte mal. Was? Okay, die kämpfen jetzt. Oh mein Gott. Warte mal. Das fliegt einfach. Das Wesen kann fliegen. Warte, ich muss ihm helfen. Ich hab Bubble. Ich werde mit meinen Bubbles, werde ich die Hexe einfach einfangen. Einfangen. Kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Wenn ich sie habe, dann könnt ihr es schaffen. Ich muss rübergehen. Und? Ach komm schon, ja, ich hab sie. Okay, jetzt kriegt er sie. Jetzt muss er sie kriegen. Haben wir's? Ist sie tot? Nein, sie kämpft noch. Sie ist da hinten. Oh mein Gott. Die ganze Decke ist tödlich gerade. Sie hat die gesamte... Das war's mit ihr, oder? Habe ich da gerade richtig geguckt? Ich glaube, wir haben es geschafft. Freunde, die Hexe ist tot! Dieses blöde Feuer von der Hexe. Oh mein Gott. Okay. Ich meine, diese Herzen hier ab. Die hat hier irgendwelche menschlichen Herzen oder so. Kann doch nicht wahr sein. Cora, hi! Warte, wo ist sie? Sie war doch gerade da. Da bist du. Wir müssen aufräumen hier, obwohl ich verlasse das Haus eh. Jetzt zieht die junge Hexe ja hier wieder ein. Jetzt brauche ich hier die ganzen Sachen nicht mehr. Den ganzen Kram, den kann sie eigentlich behalten. Den Propeller, halt, den behalte ich aber. Den gebe ich ihr nicht. Und den Besen genauso. Aber sie kann das Schwert haben. Und den Zauberstab, okay. Ich gebe ihn ab. Aber den Propeller-Head, den werde ich auf jeden Fall behalten. Ach, Freunde. Ja, das ist unser Hexenkeller hier. Das ist unser Hexenkeller. Die Hexe ist besiegt. Das heißt, die junge Hexe kann jetzt hier wieder einziehen. Und wir können starten in das nächste Abenteuer, würde ich sagen. Ich weiß noch ganz genau, wie wir hier am Anfang waren in dem Raum. Das war so cool. Und hier ist unser Kleiner. Da kann man nämlich so hoch. Mist, ich hab... Wenn man es wegbaut, dann kann man hochgehen. Und dann kann man richtig hochfliegen. Ich glaube, das können wir jetzt machen. Einmal, als wir von den Slimes angegriffen wurden. Da konnten wir halt dann nicht lang. Aber hier kann man so hochschwimmen. Und dann ist man nämlich hier auch schon in unserem kleinen See. Hier kommen wir raus. Dann geht es hier die Treppe nach oben. Und da vorne ist Cora ihr Reich. Hier einmal runter von unserer kleinen Fee. Und hier ist es so wunderschön. Und hier bin ich so gerne. Aber ja, das werden wir jetzt hinter uns lassen, denke ich mal. Wo ist Cora überhaupt? Ist sie noch da? Sie war doch gerade bei mir. Ich versuche mal hochzugehen. Vielleicht ist sie ja draußen oder sowas. Oder sie ist vielleicht schon vorgeflogen. Ich weiß nicht genau. Die anderen wollten nämlich jetzt irgendwie eine Party feiern. Da ist Cora. Hi. Warte mal, ich gehe nochmal nach oben. Hier klingelt gerade jemand. Warte, wer ist denn das? Kann ich hier rausgucken? Nee, da kann ich nicht rausgucken. Da muss ich vielleicht wirklich runtergehen. Okay, warte mal. Hier durch meinen Pool einfach durch. Über den Kamin. Auf das Dach. Und zack. Da bin ich ja schon. Hi, Maya. Was geht ab? Alles klar? Warte, was? Cora hat die Tür aufgemacht. Kommst du nicht durch, Cora? Oh mein Gott. Sie weiß nicht, wie sie da durchfliegen kann. Es wird Zeit für die Party. Kommst du? Ja, klar. Kein Problem. Alles klar. Cora, flieg du schon mal vor. Wir kommen dann, wir gehen einfach am besten, oder? Vielleicht soll ich mit dem Besen fliegen? Dann kommst du nicht hinterher, ne? Oh Mann, ich vermisse das, auf dem Besen zu fliegen. Aber gut, dann werden wir jetzt mal Maya hinterherlaufen. Das war echt lecker heute. Aber Leute, ich muss sagen, es wird schon langsam dunkel. Wir haben hier eine ganz tolle Party gehabt. Ich werde mich jetzt verabschieden, Maya. Okay, ich gehe mal kurz. Am besten, wir gehen erstmal zum Bürgermeister und sagen ihm nochmal Tschüss. Also, Herr Bürgermeister, ich weiß, Sie waren ein ganz schöner Schisser. Der ist nämlich total abgehauen. Sobald er gehört hat, dass die Hexe da war, hat der sich nämlich verpieselt und war dann die ganze Zeit nicht mehr da. Und der Held der Geschichte hat mal wieder alles gerichtet. Was? Wovon spricht er? Meine Wenigkeit, hihi. Naja, so wird es jedenfalls in die Geschichtsbücher eingehen. Ja, so ist es doch typisch, oder? Da richte ich alles und er geht in die Geschichtsbücher ein, von mir aus. Das ist Norbert, das ist der Hund, nämlich von Maya. Da ist sie ja, genau, Maya. Okay, ich würde jetzt tatsächlich mich verabschieden und ja, mach's gut. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht seinen Namen, das ist einfach nur der Junge. Wie heißt du überhaupt? Meinst du, Maya könnte Gefallen an mir finden? Sie ist echt nett. Oh, okay, wusste ich gar nicht, dass du sie magst, aber cool. Wie auch immer, danke für deine Hilfe, Izzy. Besuch uns mal, wenn du in der Nähe bist.
Mach ich bestimmt. Ist gut. Ich komme bestimmt vorbei. Auf Wiedersehen. Ja, alles klar. Ciao. Ciao und au. Wir sehen uns bestimmt wieder, wenn ich mal wieder hier vorbeikomme. Maja, ich würde mich jetzt auch verabschieden. Ja, mach's gut. Kaum zu glauben, dass du gehen willst. Ach, weißt du, ich bin dir so dankbar. Wofür denn? Meinst du, naja, endlich sind alle wieder am Leben. Und mittlerweile verstehe ich mich auch mit allen gut. Ach, wirklich? Cool, freut mich. Nur dank dir. Du wirst mir fehlen, Easy. Versprichst du mich eines Tages wieder zu besuchen? Bestimmt. Wenn ich mal auf der Ecke irgendwie bin oder sowas, kann ich bestimmt mal vorbeikommen. Klar doch, mach ich. Mach's gut, bis bald. Tschüss. Mach's gut, Maja. Du wirst mir auch fehlen. War echt cool. Das hat echt Spaß gemacht mit ihr hier alles. Das war wirklich nice. Da ist das Kirin. Das, genau, dieses, keine Ahnung, wie es Pferd. Ich nenne es jetzt einfach mal Pferd. Ich weiß es nicht genau. Da hinten ist Connor am Kekse naschen. Aber warte mal, wir haben die Hexe vergessen, oder? Hi. Ich wollte mich auch noch von dir verabschieden. Schade, dass wir uns nur so kurz kennengelernt haben. Ich bin sicher, du wärst eine tolle Hexe gewesen. Danke. Ja, bestimmt wäre ich eine tolle Hexe gewesen. Von jetzt an passen Kirin und ich auf die Stadt auf. Das leuchtende Pferd ist Kirin. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Genau, das hat es mir schon erzählt. Mach dir keine Sorge, wir kriegen das hin. Jetzt, wo die Hexe besiegt wurde. Da bin ich mir sicher. Ich meine, das sieht auch sehr vertrauenserweckend aus, wie du da auf dem Boden sitzt. Also von daher habe ich da gar keine Bedenken, würde ich sagen. Warte mal, das ist Cora. Ja, alles klar, dann verabschiede ich mich jetzt. Also, mach's gut und was? Ich glaube, du hast da noch etwas, was mir gehört. Oh nein. Sag nicht, du willst deinen Besen wieder haben. Oh nein, sie will ihren Besen wieder haben. Willst du den? Mein Besen. Endlich habe ich ihn wieder. Yes. Bitteschön. Lass ihn dir schmecken. Keine Ahnung. Dann laufe ich eben nach Hause. Ist ja nicht so schlimm. Na gut. Ach, weißt du was? Du darfst ihn behalten. Deine Fee wird sich sicher freuen, dass du jetzt auch fliegen kannst. Danke. Echt? Wie cool. Dankeschön. Leute, wir haben den Besen. Das ist ja mega nice. Cool. Danke. Ich danke dir. Und viel Spaß noch beim Dorffest. Macht's gut, Easy. Bis irgendwann. Tschüss, Maja. Tschüss, Junge, dessen Namen ich nicht kenne. Tschüss, junge Hexe. Und ich würde sagen, zack, wir steigen mal auf unseren Besen. Und Cora und ich fliegen jetzt gemeinsam Richtung Sonnenuntergang.